Hallo zusammen, willkommen zurück zu Foundation. Und in dieser Folge werden wir neues Land erwerben. Wir werden noch eine Kirche bauen. Das habe ich vor. Ob uns das gelingt, das werden wir sehen. Auf jeden Fall, unsere kleine Siedlung, die wächst und wächst und wächst. Wir haben jetzt nochmal 2 neue Einwohner dazu bekommen. Insgesamt haben wir jetzt 18 Bewohner in unserem Dörfchen. Ja, und wir haben auch schon richtig gut hier was geschaffen. Die ganze Fläche hier stand mal mit Waldgebiet voll. Das ist jetzt abgeholzt. Ich würde auch sagen, hier das Holzfällerlager. Es sind zwar 3 Holzfäller gerade zugewiesen, aber das können wir abreißen. Da haben wir andere Pläne vor. So, hier werden fleißig Häuser gebaut. Ich habe jetzt diesen Bereich für den Bau freigegeben. Das sehen wir. Ja, also das Grüne, da kann gebaut werden frei. Rote Flächen, blaue Flächen sind für den Abbau. Da sehe ich gerade, ich habe hier vergessen, die Steine wieder zu kennzeichnen. Die müssen wir unbedingt blau machen, sonst tut der Steinmetz hier nichts abbauen. Okay. Ja, ich muss sagen, das läuft soweit so gut. Dann gucken wir mal ganz kurz, wie es aussieht. Wir haben 14 Holz, 15 Werkzeuge. Ja, 15 Werkzeuge, die hatten wir jetzt angekauft. Wo ist es denn hier, unser Lagerhaus? Genau, 15 Werkzeuge. Wir haben jetzt die Option, 4 Sachen zu kaufen. Oder auch verkaufen. Ich glaube, bloß kaufen. Ja, ich habe jetzt drin Werkzeuge und Brot. Gut, das haben wir hier drin, aber hier drin können wir nichts verkaufen. Dazu gehen wir dann hier auf... Na, wo haben wir es denn? Handel. Handelswaren, genau. Und hier können wir jetzt zum Beispiel wählen. Werkzeuge habe ich jetzt auf 15 gestellt. Es werden immer so viele Werkzeuge angekauft, bis in unserem Lagerhaus 15 Werkzeuge drin liegen. So, und Brot. Ja, Brot ist auch ankauft. Wir können mal ein paar Brote ankaufen, warum auch immer. Ne, brauchen wir nicht. Gut, wir wollten eine Kirche bauen. Das heißt, wir werden erstmal neues Land uns freischalten. Ganz kurz mal schauen. Territorium, genau. Ja, die nächste Karre, die ist noch kostenlos. Da können wir uns jetzt aussuchen. Ich habe schon überlegt, was wäre denn clever. Bleiben wir erstmal im Tal drin. Aber ich habe ein paar Vorstellungen. Ich wollte gern hier diesen Hügel mit einbeziehen, abholzen und hier oben auf der Spitze eine Kirche bauen. So, da kaufen wir erstmal diese Karre. Die zweite würde jetzt 500 Gold kosten. 450 Hammer. Dauert nicht mehr lang, dann kaufen wir die auch. So, okay. Ja, jetzt können wir nämlich hier auch das alles zum Abholzen freigeben. Können ein neues Lager bauen, können wieder die Dorfbewohner zuweisen. Das machen wir jetzt auch. So, freigegeben für den Abbau. So, wir lassen hier absolut nichts stehen. Ich guck mal eben, ich hatte jetzt mit Absicht die ganzen Umrandung ausgeblendet. Sieht einfach schöner aus so. Okay, das ist jetzt freigegeben. Das sollte passen. Und dann bauen wir noch ein neues Holzfällerlager. Machen wir auch gleich hier in den Wald hinein. So, hier haben wir 3 von 3 Holzfällern. Das passt.
schauen mal ganz kurz. Ja, eigentlich sollten ja noch 3 Holzfäller frei sein. Da wir hier drüben das abgerissen haben, aber... Okay, wir haben mehr Holzfäller angestellt, wie wir eigentlich benötigen. Okay, daher sehen wir nicht, dass sie untätig sind. ...61 Bären. Das passt auch soweit. Also da haben wir noch keinen Mangel. Bretter. Haben wir massig. Ich glaube, da können wir langsam aufhören. Obwohl, wir könnten auch Bretter verkaufen. So, ein Holzfäller ist zugewiesen. Gut. Das passt. Dann sind die anderen Holzfäller hier in das zweite Lager geschoben worden. Gut, dann wird jetzt hier fleißig Holz gefällt. Und ich würde sagen, wir versuchen schon mal unsere Kirche zu bauen. So ein Hauptgebäude. So, dann schauen wir mal, dass wir das schön hier oben... auf die Spitze bekommen. Was haben wir denn noch? Hauptgebäude. Platz für 5 Dorfbewohner. Eine Holzerweiterung. Jetzt muss ich mal schauen. Ah, verstehe. Können wir an der Seite dran setzen. Na, komm. Die ganze Zeit snappt's, und wenn es snappen soll. Klappt's nicht. Okay, so eine Tür. Tür A, Tür B, Tür C. Eigentlich müsste die hier vorn dran, aber hier geht's ran. Okay, das passt. Eine Tür. Kleiner Turm. Glockenturm. War gut. Ob die jetzt schön geworden ist, das müssen wir sehen, wenn die fertig gebaut ist. Hier haben wir einen Eingang, hier haben wir Erweiterung, hier haben wir einen Glockenturm. Ja, würde ich mal sagen. Beginnen wir mal den Bau. Platz für 30 Dorfbewohner. Hat einen Eingang, hat eine Tür, hat einen Glockenturm. Keine Kosten, Gesamtkosten. Stein, oder? Fehlt noch. 39 Steine haben wir, okay. Das bekommen wir hin. Werkzeuge brauchen wir noch, alles klar. Beginnen wir mal den Bau. Das heißt, Werkzeuge ankaufen, das machen wir wieder über unser Handelsmenü. Auf der machen wir, dass wir 40 Werkzeuge immer haben. Dorfbewohner. 2 sind arbeitslos. Einer wird Träger und einer wird noch Holzfäller.
Ganz wie geplant. So, was müssen wir denn jetzt machen? Was sind denn unsere nächsten Aufgaben? So, 20 Leibeigene. Hat denn jeder ein Haus? Hier sind schon inzwischen große Häuser entstanden. Platz für 4 Einwohner. So, Sammler. Also es reicht noch. Ja, wir werden jetzt immer mehr, das muss ich im Auge behalten. Einen Bodenhammer. Ja, Dorfzentrum, das sollte passen. So, und noch 2 neue Bewohner schließen sich uns an. Ja, es läuft. Gucken wir mal noch ein bisschen rum hier. Wohngebiet, Fruchtbarkeit, Eisenerz können wir uns jetzt anzeigen lassen. So, das sind die Zonen. Die hatte ich ausgeblendet. Okay, hier haben wir nochmal eine Übersicht von der Arbeitsplatzzuweisung. Da sehen wir zum Beispiel Holzfäller. Haben wir jetzt 2 von 3. Da wird er noch jetzt einer zugewiesen werden können. Sammler, Steinmetz. Ja, Steinmetze, ich würde sagen, die 2 neuen Siedler, die in den nächsten Minuten kommen, die werden wir noch gleich als Steinmetze zuweisen, dass wir erstmal ordentlich Stein ranholen und vielleicht sogar schon eine neue Handelsroute freischalten. Wir gucken mal. Ach so, deswegen. 20 Brot brauchen wir dafür. Jetzt weiß ich wieder, warum ich das Brot da drin hatte. Haben wir es noch drin? Ja, Slot 2 haben wir Brot. Okay. Handelswaren, Brot, so. 20 Stück brauchen wir, um dann den nächsten Handelsweg freizuschalten. Ah, okay. Ja, ich muss mich halt immer im Spiel noch ein bisschen näher umsehen, die Fenster mal betrachten. Und hier haben wir noch einen Menüpunkt. Da können wir einstellen, dass die Einwanderung alle 6 Tage an oder aus ist. Aber wir lassen die an. Wir brauchen hier Arbeitskräfte ohne Ende. Unsere kleine Stadt, die soll ja hier wachsen. So, was ich jetzt aber aktuell noch vermisse, ist so ein Übersichtsfenster, wo man sieht, ob unsere Einwohner zufrieden sind, ob die alles haben. Ja, eine Kirche wollen sie, Nahrung. Ja, Brot und Fisch haben wir nicht. So, was macht hier unsere Kirche? Die ist im Bau. Da bin ich mal gespannt, wie die aussieht, wenn das fertig ist. Lass mal ein bisschen schneller laufen. Ja, es gibt jede Menge zu tun. Jetzt warten wir erstmal, bis die 2 neuen ankommen.
Ja, den Brunnen haben wir gut gesetzt. Also schön auf dem Marktplatz. Hier können sie trinken, hier können sie Essen holen. So, da sind sie. Unsere zwei neuen. Wir haben gesagt, die werden erstmal. Jetzt muss ich kurz schauen. Steinmetzer. Könnten wir auch hier klicken. 4 von 5. Den letzten freien haben wir jetzt noch zugewiesen. 5 von 5 Steinmetze jetzt hier. Perfekt. Ja, die Steine scheinen jetzt unendlich zu sein. Lediglich die Begrenzung der 5 Arbeiter gibt uns hier ein Limit auf. Okay, das Brot haben wir noch nicht gekauft. Werkzeuge haben wir jetzt 40 Stück. Das passt. Die haben wir eingekauft. Haben wir ordentlich hier ein Gold gelassen. Eigentlich müssten wir jetzt noch ein bisschen Gold verdienen. Das heißt, wir müssen verkaufen. So, die kaufen hier Bären, behauene Steine und Bretter. Gut, Bretter haben wir genug. Jetzt müssten wir mal ein paar Bretter verkaufen. Wartet mal, die müssen wir bestimmt hier erstmal einstellen. Bretter. So. Ah, okay. Hier ist der Button. Kaufen, verkaufen. Genau. Werkzeuge haben wir jetzt kaufen geklickt. Und Bretter wollen wir verkaufen. Sag mal, bis wir noch 20 haben. Den Rest machen wir erstmal zu Geld. So, jetzt haben wir wieder hier so eine Mission. Wartet mal eben. Machen wir das Fenster weg und dann schauen wir mal. So, liefere Brot. Brot haben wir nicht. Ja, wir müssen immer Brot liefern, aber Brot habe ich nicht. Ich behalte alles für mich. Ja, diesmal können wir nicht einfach klicken. Okay, hier wird fleißig der Wald abgeholzt. Ja, jetzt müssen wir wirklich langsam Geld verdienen, denn irgendwann sind auch die Bäume mal weg hier. Ich schaue gerade, zwei neue Dorfbewohner müssten gleich kommen. Sind sie das hier? Ja, hier kommen sie an. Da kommen sie angelaufen. Dauert halt immer ein bisschen. Erste eintreffen. So, und die tun wir erstmal ein zu dem Sammler. Dass wir ordentlich Bären haben. Die können wir im Notfall auch verkaufen. Was heißt im Notfall? Wir brauchen ja Gold. Wir müssen jetzt erstmal Ressourcen sammeln. Das, was hier unendlich ist, Bären, Steinehammer, Bretter. Müssen wir schauen, wie die Nachfrage ist. Machen wir hier noch einen Schreiner dazu, dass wir ordentlich Bretter herstellen.
Ja. Der weitere Plan ist dann, obwohl, wenn das abgeholzt ist, das ist eine gute Idee. Weil auf dem Hang würde ich jetzt auch nichts bauen. Wir tun dieses Gebiet dann wieder aufforsten. Also mit Bäumen bepflanzen, sodass wir die dann wieder abholzen können. Ja, es dauert aber wirklich lang. Aber so langsam wuselt es hier ganz schön rum. 24 Einwohner sind wir aktuell. Wir gucken mal, was macht die Kirche. So, der Kirchturm ist im Bau. Da warten wir noch ab, bis der fertig ist. Gut, da müssen wir auch mal warten, dann, bis die Bäume hier weg sind und dann ein Weg hochgelaufen ist. Dann können wir uns die richtig betrachten. Dann gucken wir auch mal, dass wir die vielleicht noch irgendwie verschönern können. Mit Wänden oder Geländer. Mal gucken, was es so gibt noch. So, alles im Auge behalten. Das Holz, das dauert aber extrem lang. Oha. Ländliche Kirche freigeschaltet. Oh, bürgerliche Zimmer inzwischen. Neue Gebäude freigeschalten. So, jetzt machen wir mal eben da langsamer, machen auch mal eine Pause, dass wir erstmal in Ruhe lesen können, was hier neu ist. Landwirtschaft ist verfügbar. Auftrag abgeschlossen. Okay. 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 So, Landwirtschaft, da gucken wir mal. Neue Gebäude. Oh ja, das sieht gut aus. Schneiderei, Weberei, Schäferei, Bäckerei, Windmühle, Weizenfarm, Forsthaus. Okay, Forsthaus hat man schon, aber hier die ganzen Farmen. Oh ja. Sehr schön. Zierbaum. Pflanzenbogen. Ja, kostet alles Gold. Aber was mich immer noch verwundert, dass wir nur maximal 500 Gold anhäufen können. Denn für den nächsten oder übernächsten Handelsabschnitt brauchen wir nämlich 1000 Gold. Da müssen wir schauen, wie wir das machen. Gut, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Ihr seid dann wieder mit dabei und ja, bis dahin, macht's gut.